Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Elon Motors TV zu einer neuen Ausgabe und alle Abonnenten herzlich willkommen zurück. Es geht endlich weiter. Ja, ich weiß, viele haben mich schon angeschrieben, wo der nächste Film bleibt. Es sind jetzt 2 Wochen vergangen und es hat leider so lange gedauert, denn ich war recht beschäftigt, auch beruflich, und vor allen Dingen habe ich darauf gewartet, dass endlich mein Model 3 Performance fertig wird. Und das wird ja der erste Armstrong mit allen Komponenten. Den schauen wir uns in diesem Film an und reden über einige Dilemmas der Elektromobilität, auf was man achten soll und was ich schon wieder in 2 Wochen erlebt habe. Ich bin 2000 Kilometer durch die Landschaft gefahren und habe einige verzweifelte Fahrer getroffen und diese Geschichten, die sind einfach unglaublich. Es ist spannend, aber wichtig heute, ich stelle euch mal vor, wie das Schätzchen da hinten jetzt aussieht. Also dranbleiben, los geht's! Ja, endlich ist es wieder soweit. Hier steht er, der Armstrong in der Touring-Version. Das ist hier die Einstiegsversion. Und ich habe jetzt praktisch mein Model 3 Performance umgebaut mit all den Komponenten, über die reden wir. Aber ich muss auch sagen, die letzten 2 Wochen waren wieder spannend. Und die Elektromobilität dreht sich natürlich nicht nur um derartig schöne Autos, sondern darum, dass man den Umstieg wagt und endlich Elektro fährt. Das ist uns ja gelungen und die Zulassungszahlen, die sprechen eine eindeutige Sprache und darüber freue ich mich. Was natürlich ein ganz großes Problem ist, dass es immer noch nicht durchgedrungen ist, was denn die wirklich wichtigen Punkte sind bei der Elektromobilität. Offensichtlich geht es eher darum, wer bietet den günstigsten Leasingvertrag, und das fällt dann den Leuten als Entscheidungsempfehlung vor die Füße und die sagen, so ein Auto ist ja viel zu teuer im Leasing und deswegen haben wir uns für was anderes entschieden. Dass viele, die sich aber mit so Leasingangeboten natürlich in die Falle locken lassen, denn das ist das Problem, denn damit haben sie Probleme, denn sie können das Auto nicht richtig nutzen, denn einfach wer den heimatlichen Bereich verlässt, der ist aufgeschmissen. Und ich hatte ja die letzten 2 Wochen Gelegenheit, als ich das Auto abgegeben habe mit einem Leihwagen. Im letzten Film habt ihr das gesehen, wie ich liegen geblieben bin. Ich habe mir das natürlich auch nochmal genauer angeguckt. Ich war jetzt auch unterwegs nach Köln, ich war unterwegs nach Hamburg und ich war öfters in der Situation, wo ich dann gesehen habe, wie andere Leute laden müssen, Porsche Taycan, das typische, man fährt ran, man connectet, 5 Minuten später steht der Mann da immer noch, man weiß nicht so richtig, was passiert, ich sitze dann drin, er lädt schon, mein Model Y lud dann mit über 100 Kilowatt und der arme Mann musste dann umparken und sich wieder quer hinstellen und es ging dann nach 15 Minuten ungefähr los. Ja? Der hat natürlich viel Zeit verschwendet und was für ein Ärger das sein muss. Und ich kann euch garantieren, es gibt natürlich viele unter euch, die können sich mit Elektrotechnik aus, mit mobilen Computern, die können das handeln, die können sich so eine Smartphone-App drauf installieren. Aber das ist nichts für Leute, die erstmal sich diesen Ärger ersparen wollen und Leute, die sowas noch nie gemacht haben. Und so war es dann auch vorgestern. Ich kam zurück aus Hamburg von einer langen Fahrt mit Model Y und eine ältere Dame fuhr dann neben mir am Supercharger mit einem Corsa E, wollte dort laden. Und ich so, ja, das funktioniert hier nicht. Und sagt sie, ja, wo kann man denn laden? Habe ich gesagt, da drüben, da, wo das schöne Dach ist. Bei Tesla ist ja nichts überdacht. Da können Sie mal gucken. Dann ist sie darüber gefahren. Ich habe dann von 10% hochgeladen. Ich war dann schon bei 70% und dachte, die Frau, die steht ja immer noch draußen. Und da waren schon 25 Minuten vergangen. Dann bin ich zu ihr rübergegangen, habe gefragt, was denn Sache ist. Es lud nicht. Dann hatte sie einen netten Herrn am Telefon. Der hat ihr natürlich auch 25 Minuten durchgeholfen. Und wir haben es dann zusammen geschafft, die richtige App zu installieren, die Mastercard zu hinterlegen, bis dann irgendwann mal der Strom für 69 Cent geflossen ist, aber das Auto lud nicht. Und ich habe nur gedacht, mein Gott, die arme Frau. Und dann habe ich sie gefragt, wo sie herkam. Sie kam aus Berlin. Sie ist um 12 Uhr mittags losgefahren. Es war abends schon 10 Uhr und sie wollte noch nach Passau. Die kam da, also 100 Kilometer Reichweite, hat sie gesagt, lädt sie immer. Die arme Frau wird wahrscheinlich ins Hotel gegangen sein. Ja? Und dann habe ich sie gefragt, wie sie denn auf sowas kommt, wer ihr das Auto gegeben hat. Ja, das war eine Mietwagenfirma, die ihr den als Mietwagen gegeben hat. Also, was lernen wir daraus? Dieses System, Elektromobilität, das ist nicht einfach so zu durchschauen. Wer da viel lernen will drüber, wie man Probleme löst und wie man sich in Probleme gibt, der guckt am besten Carmaniac, denn der zeigt einem diese ganzen Probleme. Und das ist auch super, dass er das macht. Aber für jeden, der sich diesen Stress ersparen will und jeder, der in einem gewissen Alter ist, der sollte davon ablassen, der ist bei dieser Marke richtig. Denn das ist wie ein Apple-Computer. Da gibt es keine Viren, da gibt es kein Defragmentieren, da gibt es kein Neuinstallieren. Das funktioniert einfach.
Und ihr könnt auch mit so einem Auto an andere Ladestellen laden. Es muss nicht ein Supercharger sein, mit einer richtigen Karte. Und wer Bock darauf hat, sich damit auseinanderzusetzen, um 2 Cent zu sparen, der kann das gerne tun. Und das ist auch gut, wenn es günstig gelegen ist. Aber wer ein komplettes Netz will, mit dem er bedenkenlos von A nach B fahren will und A und B ist innerhalb Europas, der sollte diese Marke wählen. Denn hier funktioniert es. Und was ich gesehen habe in den letzten 6 Jahren, das ist ein Trauerspiel von all den Leuten, denen ich schon zur Seite stellen musste und was die an Zeit verschwendet haben. Aber deswegen schaut euch das an hier, das funktioniert. Und wenn die nächsten Supercharger freigeschaltet werden für die anderen, dann ist, glaube ich, das Ganze auch für die anderen interessant. Und vor allen Dingen, man hat hier immer die Situational Awareness. Wo sind die Charger? Sind die belegt? Funktionieren sie? Und das alles über Apps zu machen, das ist Wahnsinn. Ich habe das jetzt gemacht auf der Rückfahrt mit meinem kleinen MG, bei Aldi geladen, bei Ionity geladen und bis das gelaufen ist. Wahnsinn, das würde ich mir nicht antun wollen. Aber jetzt kommen wir mal zu den positiven Dingen, denn Tesla brummt. Ihr seht, die Lieferzeiten gehen ins Unendliche, sprich Mai auf einmal, und seht zu, dass er einen kriegt. Preis-Leistung auf jeden Fall mit Abstand das günstigste Auto, denn in dieser Preisliga, gerade auch dieser Armstrong, den sprechen wir uns ja gleich genauer an, schauen uns den an. Da gibt es nichts Vergleichbares. Und von daher wird es spannend. Und jemand, der sich einen Standard Range kaufen kann, macht das über irgendeine gute Bank. Indiba ist da zu empfehlen. Und dann könnt ihr auch günstig das Ganze finanzieren, monatliche Raten haben und liest bloß nicht, denn ihr wollt ihn ja auch verkaufen können jederzeit und nicht gebunden sein an irgendwelche Leasingverträge. Also das macht auch keinen Sinn. Von daher feuerfrei. Model 3 Standard Range, das meistverkaufte Auto auch, werdet ihr sehen, im Dezember. Ganz klar, ich habe heute schon wieder 4 Trucks gesehen. Tesla ist einfach Spitzenreiter, Pionier und alle anderen müssen jetzt dazulernen. So, und jetzt geht's los. Heute ein Schmankerl. Ich zeige euch den Armstrong. Darauf haben ja viele schon gewartet. Und wir fahren sogar eine Runde zusammen. Und dann reden wir mal über die Komponenten. Also es wird spannend. Und für mich, und das habt ihr ja schon gesehen, schaut mal auf die Webseite www.elonxarc.com. Dort gibt es alle Informationen zu dem Auto. Dort könnt ihr euch informieren, was die Pakete kosten. Werden es dann ab früher lieferbar sein. Und dann könnt ihr euch das Auto, was ja noch so ein bisschen Abstand hatte zum BMW 3er im Paket, Audi A4 mit S-Line, Mercedes AMG Paket. Jetzt haben wir die Lücke geschlossen und ich sage das als alter Model S-Fahrer, hier drin jetzt zu fahren, ist vom Ambiente schon sehr, sehr nah am Model S. Und damit hat das Model 3 nochmal ganz viel dazu gewonnen. Wir haben hier auch das Fahrwerk drin. Und zwar ist das der Touring. Das ist das ganz einfache Fahrwerk, sprich von KW, die ST-Federn. Die sind hier drin 30 mm tiefer mit Distanzscheiben, vorne 8 mm, hinten 13. Deswegen sieht er so bärig aus. Wir machen gleich einen Walkaround. Ich sage euch was dazu und dann fahren wir eine Runde. Also los geht's. Viel Spaß dabei. Und da seht ihr den Model 3 Performance Armstrong, 30 mm tiefer. Ja, sieht bärig aus. Elon Turbine 8,5x20 in Winterbereifung. Ansonsten von vorne sieht man so keinen Unterschied. Das ist ja Level 1 Touring. Da ist also wenig gemacht. In den späteren Levels gibt es dann auch noch Spoiler außen dran. Dann sieht er natürlich noch bäriger aus. Aber das ist wirklich hier der Einstieg. Ihr habt dann auch für Standard Range und maximale Reichweite könnt ihr diese Felgen dann haben, die Tieferlegung. Das passt dann alles. Allerdings die Bremsen sind natürlich dann nicht die großen roten, sondern die, seht ihr ja auch hinten die Tönung. So sieht das natürlich super sportlich aus und er steht richtig gut da. Mit den Distanzscheiben wirkt er schon sehr sportlich. Und hinten natürlich der Spoiler, absolut cool. Also ich muss sagen, in Schwarz die Kombination. Wer jetzt noch sagt, ein Model 3 sieht nicht sportlich aus, der muss den mal in echt sehen. Der wirkt bärig. Und ihr seht ja auch diese Aerodynamik, die, also es ist wirklich wie ein kleines Model S. Es sieht erstaunlich gut aus, auch natürlich die Turbinenfelgen. Die gehören natürlich dazu, um einfach dieses Level Richtung Model S hinzukriegen. Ja, okay. Wahnsinn. Okay, jetzt steigen wir mal ein. Schaut euch das mal an. Ich ziehe mir jetzt mal die Jacke aus und dann geht's los. So, also herzlich willkommen im Armstrong Touring. T, seht ihr da vorne, ist für Touring, das ist die Basisversion Level 1 und wir haben jetzt das Armstrong Interior hier drin mit dem Alcantara Dachhimmel Race Tax, ist natürlich cruel free. Wir haben hier das Basislenkrad auch mit Race Tax, mit Carbonspange hier drin und weißen Performance Nähten. Die Bilder, die zeige ich euch natürlich, könnt ihr alles noch auf der
auf der Webseite sehen. Und hier natürlich Carbon auf der Hochglanzcarbon auf der Ablage in den Türen. Und was ist besonders cool gelungen, seht ihr hier unten den Teppich. Das zeige ich euch aber auch nochmal im Detail. Walkaround Armstrong mit den entsprechenden weißen Nähten. Und wenn ihr jetzt hier so mal reinguckt, das ganze Ambiente ist anders. Und wir fahren jetzt einfach mal diesen Wagen. Und ich kann euch sagen, es ist einfach schon mal was anderes. Das ist Level 1. Das heißt, wir haben innen diese Komponenten. Es kommt ja auch noch eine Ambientebeleuchtung rein, die fehlt noch. Hier die entsprechenden Kopfstützen gibt es dazu und natürlich ein Zertifikat, dass das ein Armstrong-Paket ist. Und ich bin auch schon dran, dass das in Europa entsprechend auch als Armstrong verkauft wird. Das heißt, ihr könnt das Auto Model 3 Performance entsprechend kaufen, die Pakete dazu. Und ihr könnt auch davon ausgehen, dass ihr keinen Verlust macht, wenn ihr den verkauft. Und das ist ja der große Vorteil, dass die Armstrong-Pakete einen Namen haben und nicht einfach nur Komponenten sind. So, jetzt fahren wir aber eine kleine Runde und ich erzähle einfach ein bisschen was dazu zum Fahrwerk und was außen passiert ist. Viel Spaß! So, es geht los. Erste Fahrt im Armstrong T, entsprechend mit der Elon TV Moonbase. Let's go! Okay, und wir fahren jetzt ein bisschen sportlicher, damit ihr einfach mal seht, wie das Fahrwerk auch funktioniert. Und das ist ja jetzt nicht das KW-Fahrwerk, sprich die Stoßdämpfer sind noch die originalen vom Model 3 Performance aus dem Modelljahr 2021. Aber die Federn sind andere. Und das sind jetzt hochwertigere Federn. Und ich habe schon gemerkt, ich bin ja auch das KW-Fahrwerk gefahren, das kommt dann im nächsten Armstrong, der jetzt ab Februar dann bei mir fährt. Das wird dann ein Level 4, das wird dann ein RS. Da fahren wir dann das komplette KW-Fahrwerk. Jetzt haben wir nur die Federn drin. Aber es ist auf jeden Fall super. Ich bin auch jetzt gefahren im Vergleich zum Model Y Long Range. Und der hier federt besser, wesentlich besser. Er federt auch nicht so knackig aus. Ja, also ein Bluetooth-Sensor ist leider kaputt, deswegen blinkt das hier die ganze Zeit. Den muss ich ersetzen lassen. Ansonsten muss ich sagen, ist das hier ein wahnsinniges Gefühl. Sehr hochwertig, das Racetex unten, oben. Das Lenkrad ist natürlich beheizt in dieser Version. In der Sportversion gibt es dann das rote Lenkrad hier mit dem Strich, eine andere Kontur. Und der ist dann nicht beheizt. Also das könnt ihr euch dann aussuchen, die verschiedenen Komponenten. So, und jetzt gehen wir mal gucken. Und schauen mal, wie schnell er hier um die Kurven zu fahren ist. Also es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl, hier drin zu sitzen. Sehr angenehm. Und wir fahren jetzt einfach mal zum kleinen Kurveneingang. Und da nehme ich euch dann mal mit. Da seht ihr dann, wie man hier sportlich mit um die Ecke fahren kann. Wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Strom drin, nur noch 24%. Aber das passt schon. So, viel Spaß dabei. So. Und jetzt geht's los. Wir geben mal Gas und mit dem Touring-Paket, mit dem Fahrwerk jetzt drin, sind einfach die Kurvengeschwindigkeiten schon höher. Wir haben jetzt die normalen Reifen drauf, Elon-Turbine, Winterreifen sogar, aber wir lassen es mal krachen. Also los, viel Spaß dabei. Das Fahrwerk liegt schon super, schon besser als das normale. Allerdings, allerdings ist natürlich die Querneigung nicht ganz abgestellt. Das ist dann nur im KW-Gewindefahrwerk drin. Ihr seht, also es ist ein Hammer. Das macht jetzt schon um einiges mehr Spaß als das normale. Und auch die Bodenwellen, die werden besser weggedämpft, wenn ihr das mal hier seht. So, merkt ihr das? So, jetzt geht es hier nochmal in die Kurve. Rekuperation in die Kurve und rum. Also es ist echt super. Hätte ich nicht gedacht, dass die Sportfedern so viel ausmachen, aber mit den Distanzscheiben, Sportfedern ist die Performance jetzt schon super. Und ihr seht auch, der Allradantrieb, der ist einfach Wahnsinn. Und mit anderen Reifen, wenn hier Cup-Reifen drauf wären, dann wäre das noch eine ganz andere Geschichte. So, da unten nochmal um die Ecke. So, und jetzt drehen wir nochmal rum, nochmal ein anderes Lied und wir fahren einfach mal zurück, weil es so schön war. Also das KW-Fahrwerk ist natürlich noch besser, weil es noch besser liegt, noch glatter die Kurven ausbügelt,
aber ich finde, das ist schon ein ganz schöner Fortschritt. So, und jetzt geben wir nochmal Gas. Leider kann ich ja nicht so schnell fahren, weil, habt gesehen, wir waren so schnell, wir waren schon bei 110 und ich muss einfach vom Gas. Aber ihr habt hier einfach mit dem Performance ein unglaublich cooles Auto. Das Regelsystem hier ist sowieso besser als die anderen, weil das Tesla-Computersystem so schnell regelt. Einfach die Erfahrung hier der Allrad. Ich merke jetzt halt die Winterreifen, die sind halt schnell am Limit und die 8,5-Zelgen. Und da werden wir im RS und im GTS breitere Felgen haben und Cup-Reifen im RS und dann wird das natürlich noch ganz anders um die Ecken gehen. Aber ihr seht schon, das Fahrwerk ist wirklich sehr angenehm, auch vom Einfedern her und natürlich Zug. Ich habe jetzt nur noch knappe 20% Batterie, also er wird jetzt schon langsam langsamer, aber ist immer noch natürlich eine super Strecke hier, um mal zu gucken. Und ihr seht, wie der greift. Also wer sich da nicht einen Performance kauft für das Geld, das ist echt ein Hammer. Schaut euch das mal an hier. Da macht ihr jeden M3 platt, wenn er hier rumfahrt. Ja? Der liegt einfach super. Ja? Guckt euch das an. Also ich bin echt total begeistert. So. Also ist wirklich für meinen Kameramann hier schon anstrengend, aber ich bin ja lange GT4 gefahren, Porsche Spyder, die entsprechenden Sportwagen und fahrwerkstechnisch ist das hier schon sehr gut. Ja? So, jetzt gehen wir hier nochmal in die Kurve, guckt euch das an. Also ist absolut Wahnsinn, vor allen Dingen der Allradantrieb hier drin, Dual Motor, der ist so gut geregelt. Das ist einfach ein Level über so einem Verbrenner. Ja, da kommt ein Verbrenner einfach von der Regel Automatik nicht hinten dran. So, der kommt nicht mit. So, haben wir es geschafft. So, also, es macht einfach Spaß. Und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, wir sitzen in einem Model 3 Performance in Schwarz mit Weiß. Basis Autopilot. Kostet 58.000 Euro. Gut, jetzt mit der Preiserhöhung 59. Davon gehen 3.000 Euro runter. 6.000 Euro runter, dann seid ihr bei 53. Und wenn ihr jetzt diese Pakete, wir nennen es jetzt einfach mal M-Paket, Armstrong-Paket, ja, würdet das dazu kaufen, dann seid ihr 3.500 für das Interior. Das sind wirklich sehr gute Preise für all die Komponenten hier drin. Ihr könnt ja mal bei StarTech auf die Webseite gucken. Mal schauen, was so ein Dachhimmel kostet und so ein Lenkrad. Und das kostet hier 3.500 Euro. Und jetzt für außen, der Preis steht noch nicht genau fest. Ihr habt die Tönung hinten der Scheiben, wie beim Model Y, 80% Tönung. Ihr habt 30 cm tiefer gelegtes Fahrwerk mit den KW-Federn, ST-Federn. Absolut hochwertig. Die Fahrdynamik mit den Distanzscheiben, mit den Federn ist wahnsinnig gut geworden. Und ihr habt die Felgen, die Elon-Turbine-Felge hier drauf. Mit entsprechend natürlich Sommerbereifung. Da könnt ihr dann auch eure nehmen von euren Elon, von euren Überturbinen. Oder ihr nehmt gleich Cup-Reifen da drauf. Das ist natürlich der Hammer. Ja, und je nachdem, welches Paket ihr dann wollt, seid ihr dabei. Aber wenn man jetzt das Armstrong Touring Paket nimmt, sprich das Lenkrad, alles wie es jetzt hier drin ist, mit Ambientelicht kommt noch dazu. Und ihr nehmt die Tieferlegung, das einfache Fahrwerk mit den Felgen, mit allem. Und das muss sich überhaupt nicht verstecken von einem AMG, von einem BMW. Mittlerweile mit diesem Eindruck hier drin ist das Auto einfach ein ganz anderes Level als ein normales Model 3. Und das Entscheidende soll ja sein, dass die Armstrong-Pakete einen Namen haben, die ihr auch wieder verkaufen könnt. Und wir reden ja jetzt gerade nur von Paketen Interior und Exterior. Bald gibt es den kompletten Wagen und dann gibt es eine Special Edition, wo alles drin ist, wo ihr das ganze Auto in limitierter Auflage kaufen könnt und natürlich könnt ihr das auch verkaufen. Ich bin jetzt gerade dran mit Skandinavien, dass dieses Auto in 6 Monaten auch dort auf den Markt kommt, zu einem Preis, der so hoch liegt, dass wenn ihr die Pakete kauft, dass ihr keinen Verlust macht. Auf keinen Fall macht ihr Verlust, sondern ihr könnt den Wagen verkaufen mit den Paketen, als wenn ihr die Pakete nie dazu gehabt habt. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr sogar noch mehr dadurch bekommen, denn natürlich diese Komponenten wären in Skandinavien teurer. So viel zur ersten Fahrt aus dem Armstrong. Ich bin total begeistert und jeder, der es bisher gesehen hat, musste mir recht geben, dass die Kombination der richtigen Komponenten, basierend auf meiner langjährigen Erfahrung, BMW, Porsche, Audi, die richtigen Pakete, was ist es, um dieses Auto in Richtung Model S zu pushen? Ich bin ja 2 Model S gefahren, P90D, 90D,
und hatte auch immer diesen Alcantara-Dachhimmel, das hohe, hochwertige Leder mit den weißen Sitzen, Carbon-Verplankung. Ich muss sagen, also das Ding hier kommt schon sehr nah an das Model S. Und erst wenn dann das Model S Plaid kommt, dann wird es natürlich nochmal eine Nummer größer. Aber ein Model 3 Armstrong, das ist schon mal eine Ansage. Und in diesem Sinne kann ich jedem, der sich ein Model 3 kaufen möchte, auch wenn es nur ein Standard Range ist, dort gibt es auch dieses Paket, kann er sich zusammenstellen und auf jeden Fall auch das Fahrwerk sehr empfehlenswert. Ja, wer ein KW-Fahrwerk möchte, das kostet dann halt nochmal 2000 mehr mit dem richtigen KW, mit den Dämpfern drin, dann ist es natürlich nochmal besser. Aber dieser erste Schritt hier, das hat sich schon gelohnt. Also für die Preise geht einfach nochmal auf die Webseite, da steht es ganz genau. Armstrong Touring Interior für die ganzen Komponenten 3.500 Euro und für das Touring Exterior mit diesem Fahrwerk 4.500 Euro. Die anderen Preise mit dem KW-Fahrwerk seht ihr dann über die Webseite. Das mit dem KW-Fahrwerk kostet dann 2.000 Euro mehr, denn das Fahrwerk hat natürlich ganz andere Komponenten. Das wird dann 6.500 kosten. Aber es gibt natürlich noch einige Features, die könnt ihr dann auf der Webseite sehen. Ja, damit kommen wir zum Schluss der heutigen Sendung. Wir haben geredet über die Elektromobilität, über die wichtigen Sachen, das Laden unterwegs, den Ärger, den man haben kann. Und wir sind auch diesen Model 3 Performance Armstrong in der Touring-Version gefahren. Wer mehr darüber sehen möchte, geht einfach auf die Webseite. Ich blende es euch hier nochmal ein und dann könnt ihr euch mal das angucken, welche Komponenten. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir einfach at info@elonxarc.com. Dort könnt ihr euch dann anmelden für das Ganze und in den nächsten Sendungen geht es dann nochmal in den Nachtmodus. Dann zeige ich euch das Ambiente hier drin und wir schauen uns noch einige Details an. Und es geht natürlich wie gewohnt bei Elon Motors TV weiter mit aktuellen Themen aus der Elektromobilität. Schön, dass ihr dabei seid. 2021 ist das Durchbruchsjahr für die Elektromobilität auch in Deutschland geworden. Wir haben jetzt schon mehr als 50% der Neuzulassungen sind elektroangetriebene Fahrzeuge und Tesla ist der absolute Spitzenreiter. Und ihr wisst, hier auf dem Kanal gibt es Tesla-Infos aus erster Hand und natürlich auch die Erfahrung. Und heute habe ich wieder eine Mail bekommen. Viele bedanken sich natürlich für die Tipps und Tricks aus den letzten Jahren und so soll es auch weitergehen. Ja? Also in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis demnächst hier wieder bei Elon Motors TV. Schön, dass ihr dabei gewesen seid hier bei Elon Motors TV.